Okay, ich grüße euch. Hallo Leute, ich zeige euch heute den Rhythmus Guja. Es ist ein Erdrhythmus mit Element Feuer drinne, aber hauptsächlich Erde. Wir teilen den in zwei Teile zum Erlernen. Die beginnen beide gleich, enden aber etwas unterschiedlich. Deswegen also zuerst A-Teil. Mache ich mal vor und dann zähle ich uns, erkläre ich den. Ja, okay, also wir haben in dem Rhythmus einen offenen Bass mit der Haupthand, das ist bei mir Gold, hier rechts. Dann haben wir Taps. Taps sind die Töne, die Schläge, die die Trommel schlagen, aber eben ohne einen Ton davon zu geben, wie so Katzenpfoten. Dann haben wir einen geschlossenen Bass mit der Nebenhand, Blue. Und hier kommt nur mal zur Erinnerung, da kommt, das ist kein lauter Schlag, der Ton ist nicht so laut. Da kommt die Energie nicht wie beim normalen Bass aus dem Arm, sondern hier, stell dir vor, hier kommt der aus dem deine Knöchel, hier geht's runter, hier kommt, wird gedrückt, ja. Okay, also hört mal zu. Dann haben wir hier noch den Slap, also der geschlossene Bass mit links, mit der Nebenhand, bei mir links. Und dann ein Soft Slap, kein extremer Peitsche, sondern das heißt, die Handfläche schnalzt gegen die Trommel und die Finger hängen wuppeln dran. Die Finger sind out of control oder ja, sind nicht so fest dran. Vielleicht schon mit Kontrolle, aber eben nicht so fest. Es muss halt so einen watschigen Ton ergeben. Und danach noch drei Taps. Wir machen es zusammen. One, two, three, four. Okay, ich mach's langsamer. Das war gleich zu schnell. 1, 2, 3, 4. Vielleicht kannst du auch zuerst die ersten vier Schläge üben. Oder sind es auch fünf? Weil dieses Muster kommt im A- und im B-Teil drinne vor, ja? Und spiel es lieblich mit der Erde. Das ist ein Erdrhythmus. Verbinde dich mit der Erde, mit Gaia. Verbinde dich mit der Erde. Fühle meinetwegen den Boden unter deinen Füßen oder da, wo du halt sitzt oder fühle einfach die Energie, ja, oder wisse es, dass du verbunden bist mit der Erde, weil das bist du, ja. Und geh in diesen lieblichen Tanz mit der Erde, ja. Nochmal die ersten fünf Schläge. One, two, three, four. Okay, und nach diesem Soft Slap kommen eben noch drei Taps und die Hand bleibt aber liegen. Dum, dum, dum.
Das ist Teil A. Teil B beginnt genauso und dann gibt es den Wechsel mit offenen Höhen und die Nebenhand bekommt dann auch noch ein bisschen mehr zu tun. Ja, der Rhythmus hat sehr viel, die Haupthand hat sehr viel zu tun, ja. Die leitet das und nimmt das alles in ihre Hand und leitet das und leitet das. Also, der B-Teil. Jetzt mach dir mal langsam vor. Also ihr habt es ja schon gemerkt, die ersten fünf bleiben wieder und dann ist es aber so, dann hebst du die Nebenhand, so dass dann ein Ton entsteht. Zwei Schläge mit der Haupthand und ein mit der Nebenhand. Ich mach's nochmal vor und dann probieren wir es zusammen. Drei, vier. Also was hinzukommt ist, alles offene Töne. Jetzt mache ich mal den ganzen alles zusammen. Erstmal vorspielen und dann zähle ich dich rein zum Mitspielen. Okay, ich zähle dich rein, im gleichen Tempo. Ich will dir noch einen Tipp geben, falls du rauskommst, renne nicht hinterher, spiele nicht schnell hinterher, sondern warte einfach auf das nächste, auf die nächste Eins, auf das nächste, wo du wirklich, auf die Eins, warte einfach auf die nächste Eins. Und wenn du gar nicht klar kommst, dann spielst du halt immer die ersten Töne von dem Rhythmus, die du weißt. Also zum Beispiel, dann lässt du die ganzen anderen, wie bei dem Drachen, hinten den Drachenschwanz halt weg. Es ist eher wichtig, dass du drinne bleibst, anstatt du dann versuchst, so schnell hinterher zu spielen, lass das weg. Also, 1, 2, 3, 4. Okay, das ist der ganze Rhythmus. Ich möchte den jetzt am Schluss noch mal ein bisschen schneller spielen. Also, hier ist Ingo Gutmann. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Rhythmus. Das ist ein Erdrhythmus. Ja, so. Da kann dir wirklich helfen, eine liebliche Beziehung, eine liebliche Verbindung mit Erde aufzubauen. Mit der Erde. Die so lebendig ist. Ja, lass dich von ihr tragen, tanz mit ihr.